So, super. Yeah, thank you very much for showing up this afternoon, despite the sunny day and the Diagonale Film Festival as well. In the program, this presentation is labeled to be held in English, because I also was thinking that Ricardo Chines, the artist who was doing the residency last year, will join us for this presentation. Sadly, he could not travel from Berlin to Graz for this weekend. So I also want to make a double check with you if it's okay that I do the presentation in German, or is someone here that needs the presentation to be held in English? Else I would switch to German, wenn das okay ist für jemanden. Ja? Sehr gut. Wir können natürlich sonst immer Fragen auch auf Englisch haben oder auch im Nachhinein weiter besprechen, genau, im Detail. Ja, also, ich wollte, why is archiving so unsexy or sexy again? Das war das Thema der Residency des Künstlers, den wir letztes Jahr bei Mur.at eingeladen hatten für das Artist in Residency Programm. Jetzt wollte ich kurz kurzes Handzeichen. Wer kennt Mur.at? Sehr schön. Ich will heute über das künstlerische Jahresprogramm sprechen. Mur.at ist ja vielleicht jedem bekannt als Serverfarm, die 1998 in Graz gegründet wurde, wird auch als Lebensnerv der freien Kunst- und Kulturszene angesehen, hat verschiedenste Open-Source-Werkzeuge, die wir den Mitgliedern zur Verfügung stellen, E-Mail, Newsletter, Hosting von Webseiten, verschiedene Cloud-Lösungen und so weiter. Was vielleicht nicht so bekannt ist, ist das künstlerische Jahresprogramm von Mur.at. Also neben diesem Servicebetrieb gibt es, seitdem es den Verein gibt, auch immer eine künstlerische, kritische Auseinandersetzung mit Technologie. Und da wollte ich euch die Projekte des letzten Jahres ein bisschen im Detail präsentieren. Das ist auf der einen Seite das Artist in Residence Programm. Es ist eine zweimonatige Residency, die es in Graz in der Künstlerinnenwohnung im gleichen Haus, wo auch der Serverraum und der Büro von Mur.at angesiedelt ist, untergebracht ist. Es gibt auch eine virtuelle Residency, wo Künstlerinnen und Gruppen der Server zur Verfügung gestellt wird und sie somit virtuell auf den Servern arbeiten können. Und in der Residency ist das Ziel, dass wir mit externen Künstlern kooperieren und dass es eine Auseinandersetzung mit unseren diversen Jahresthemen immer gibt. Das Worklab, eine Art Unkonferenz, wird immer am Ende der Residency organisiert und bietet die Möglichkeit, sich zu treffen, zu netzwerken, auszutauschen. Auf der einen Seite auf einer internationalen Ebene mit internationalen Gästen, die wir einladen, aber auch eben die lokalen Künstlerinnen und Mitglieder von Mur.at sind immer eingeladen, sich auch zu beteiligen und sich einzubringen. Dann gibt es verschiedene Ausstellungen oder Work-in-Progress-Präsentationen während des Worklabs. Letztes Jahr hat es auch eine virtuelle Ausstellung gegeben bei der Netzkunst-Biennale, auf die ich dann auch noch eingehen werde kurz. Und es gibt auch ein Radioprogramm mit dem Namen Netzrauschen im freien Radio Helsinki, das auch als Podcast über die CBA-Plattform zum Nachhören gibt. Ja, bitte, gibt noch genug Plätze? Sehr gut. Genau. Zusätzlich gibt es auch immer wieder Kooperationen, lokale und internationale, die auch oft relativ spontan passieren, aber das sind so die Hauptpunkte, die das künstlerische Jahresprogramm umfassen können.
Thematisch stand 2023 der Internetaktivist Aaron Swartz im Vordergrund. In Kooperation mit dem NetArt Coordination Center des ACONETs wollten wir 10 Jahre nach seinem Ableben uns mit Aarons Legacy auseinandersetzen und uns Themen wie Open Access, DIY-Archivierung, Creative Commons und Ethics in Tech annähern. Folgend dem Zitat von Aaron, was ihr da oben auch seht: Be curious, read widely, try new things. I think a lot of what people call intelligence boils down to curiosity. Starteten wir einen Open Call, um zu sehen, wie das internationale Netzwerk aus Kreativen und Kunstschaffenden darauf reagiert. Ein Open Call ist eine Ausschreibung, die es oft im künstlerischen Bereich für verschiedene Residences oder auch Ausstellungen gibt, ähnlich wie ihr das vielleicht auch kennt für akademische Publikationen, Konferenzen gibt es ja auch immer Open Calls, an die man sich dann thematisch bewerben kann. Ich habe schon erwähnt, mit dem ACONET wurde dieses Projekt in Kooperation durchgeführt. Es gibt sehr viele verschiedene Kooperationspartner in diesem als Teil, die sich mit Aaron Swartz und seiner Geschichte auseinandergesetzt haben. In ein paar Wochen wird auch der Jahresbericht von 2023 herauskommen vom ACONET, wo alle Kooperationspartner erwähnt sind und deren Projekte auch im Detail vorgestellt werden. Ich möchte jetzt in dieser Präsentation nur auf was wir als Verein Mur.at gemacht haben, da präsentieren. Genau, also wie gesagt, es hat einen Open Call gegeben zur Ausschreibung. Wer Aaron Swartz nicht kennt oder ein Update braucht, es gibt auch eine sehr gute Dokumentation über ihn, der Internet's Own Boy, ist auch als freie Lizenz im Internet in verschiedenen Sprachen zum Nachsehen da. Der Open Call hat eben die Rahmenbedingungen gesetzt für die 2-monatige Residency. Die Künstlerinnen, die dann eingeladen werden, können den Mur-Projektraum nutzen, werden auch angeregt, sich mit der lokalen, mit dem lokalen Netzwerk zu verbinden, da neue Leute kennenzulernen, vielleicht auch Kooperationspartnerinnen für das Projekt zu haben. Und sie, Künstlerinnen, werden auch aktiv eingebunden in die Planung und in die Umsetzung des Worklabs, das eben am Ende der Residency dann passiert. Letztes Jahr wurde auserwählt dann Ricardo Chines, der Archivist und Journalist, der bei Tactical Tech in Berlin arbeitet für die 2-monatige Residency in Graz, und Martin Nadal, ein spanischer Medienkünstler, mit dem Projekt FangoCam. Und Ricardo arbeitet bei Tactical Tech in Berlin und hat aber auch als investigativer Journalist in Istanbul als Auslandskorrespondent gearbeitet oder auch für die OCCRP, eine Organisation, die sich mit Internet Kriminalität und Korruption auseinandersetzt und da verschiedene Berichte auch erstellt in Bukarest und in Lissabon. Genau, und das Kabel greife ich nicht mehr an. Bei Tactical Tech in Berlin, wer die Plattform nicht kennt, kann ich auch sehr empfehlen, ist eine NGO, die versucht, den Druck von moderner Technologie in der Welt zu mildern, wie sie selber sagen. Sie kreieren Do-it-yourself-Schulungen und Tutorials und
Open Source Tools verwenden sie als politisches Instrument. Sie verknüpfen das oft mit Ausstellungen und künstlerischen Interventionen, versuchen da eben einen Dialog von Kunst und Technologie herzustellen. Und das sind einige der vielen Parallelen und Gemeinsamkeiten, die man auch mit Moore.at finden kann. Ein Projekt, Exposing the Invisible, wo ihr auch den Screenshot seht, ist eine Plattform, die sich an investigative Journalisten, aber auch an Künstler und Designer, Datenvisualisten und Visualistinnen richtet, um eben verschiedenste Datensätze analysieren und auch visualisieren und mit Narrationen erzählbar machen zu können. Da gibt es auch ein Kit dazu, was man online abrufen kann und immer wieder Masterclasses, Mastercourses oder eben auch Workshops, Ausstellungen und Präsentationen. Da gibt es ein paar Methoden auch, wie man eben so Untersuchungen und Investigationen online durchführen kann. Und Ricardo arbeitete zuerst in der Vermittlung von der Ausstellung und dann moderierte er auch das physische und das Online-Archiv, kennt sich ein bisschen mit Archivierungsmethoden aus und hat eben auch probiert, Harmonisierung von physischen und digitalen das irgendwie zusammenzubringen mit Hilfe von Open Source Tools. Das war ein Teil des Vermittlungsprogramms auch, zum Beispiel eben Open Source Intelligence Tools, Diving into the Ocean of Information oder auch wie man andere Suchanfragen stellen kann an Suchmaschinen mit Hilfe von Dorking, Data Acquisition for Beginners. Also man sieht hier ein bisschen eine Analyse von Webseiten, die sie da auch machen. Und das kann eben Journalisten oder Künstlerinnen auch helfen bei der Untersuchung von Firmen oder von Firmennetzwerken und einfach umzusehen, was es für interessante Geschichten wo gibt irgendwie. Genau. Ja, diese Tools bereitzustellen ist für Tactical Tech sehr wichtig, verschiedene Akteure auch in den Prozess einzubinden und dass das auch so ein Work in Progress einfach wird. Nicht nur eine Ausstellung und einmal dieses Toolkit, was online gestellt wird, sondern es wird laufend auch verbessert, verändert, angepasst. Und dieses prozesshafte Arbeiten stellt eben auch einen sehr hohen Stellenwert für sie dar. Wie Ricardo die Residency angefangen hat, hat es drei mehr oder weniger einfache Fragen an die Moore-Community gegeben und ich wollte das auch mit euch teilen, weil das für mich ein sehr guter, ein sehr gutes Beispiel ist, wie man auch jetzt mit, wenn man in eine andere Stadt geht, mit einer anderen, mit einem anderen Netzwerk zu tun hat, wie man vielleicht da auch hineinkommen kann und schauen kann, dass man mit denen zusammenarbeiten kann. Die einfachen Fragen von ihm waren, wo seht ihr einen Archivierungsbedarf in eurem Leben, in eurer Organisation? Was würdet ihr als erstes archivieren, wenn ihr jetzt die Möglichkeit dazu hättet? Also was brennt so quasi? Und habt ihr Interesse an einem Workshop, der sich eben mit offener Software und verschiedenen Möglichkeiten der Archivierung beschäftigt? Und auf diese sehr einfachen Fragen ist einiges an Feedback gekommen. Und dadurch, dass Ricardo jetzt nicht hier sein kann, habe ich ein kurzes Audio-File von ihm, wie er auch erklärt, wie dieser Approach von ihm war, mit dem Moore-Netzwerk zu arbeiten oder allgemein mit Akteuren in Graz. Hören wir da mal rein. Trying in this spirit, eclectic spirit, to do the same, addressing all kinds of peoples and initiatives in Graz, but also beyond. We are talking, for example, with members of OpenGLAM, with the Volkshaus, Spektral, Stadtarchiv, Balthasar, Jukus, Atelier 12, Radio Helsinki, Elevate, Net Art, you name it. And we are asking them, what do they need? If they consider archiving to be important at all, what
what they would archive the first, if they would have the possibility to do it. And we already have some feedback and some interesting and surprising answers as well. Surprising in the sense of not expected. And out of all of this, we are trying to create a model of workshop or work lab that responds to all this input without forgetting, as I said, Aaron Schwartz, that is, we are going to talk about open archives, open knowledge, open software, and also in the spirit of tactical tech, we will also try to do it practical and following a do-it-yourself philosophy that would make possible for the people to start archiving themselves, whatever they consider to be important to be recorded. So one very practical workshop, it should be work lab, the one that we have in mind, but also one that deals with the historical roots of archiving and also should be able to answer a crucial question. Why is archiving so important and why? Genau, also warum ist Archivierung so wichtig? Ich habe ihn jetzt ein bisschen abgebrochen, weil die Soundqualität leider Gottes doch recht schlecht ist, aber er spricht normalerweise etwas anders. Hoffentlich könnt ihr euch das denken. Zurückzukommen. Wir haben ein sehr breites Feld an Leuten adressieren können und interviewen können. Angefangen eben mit Leuten aus dem Murr-Netzwerk, wie er gemeint hat, eben zum Beispiel Spektral, Radio Helsinki, Forum Stadtpark, aber auch natürlich Kooperationspartner aus dem Arconet heraus, dann Elevate Festival, der Verein Nova ist ein Verein in Graz, der nicht als Murr-AT-Mitglied ist, aber trotzdem dann in den erweiterten Raum. Mit Wolfram vom Stadtarchiv haben wir auch gesprochen. Also wir haben mit einigen Experten auch kontaktieren können, die wirklich als Archivare, Archivarinnen arbeiten. Mit dem Steirischen Herbst, mit dem Austrian Digital Archive, Ars Electronica Archiv oder Wikimedia Foundation. Auch mit dem Museumsforum Steiermark haben wir Kontakt aufgenommen und da hat es sehr interessantes Feedback auch gegeben. Hier nur ein paar Punkte, die so zurückgekommen sind. Angefangen von kleineren Organisationen, die meinten, so Archivierung ist reiner Luxus und das können wir uns leider nicht leisten in unserer Alltagsarbeit. Sehr viele stehen so quasi vor den vollen Schachteln an Material und denken sie, naja, wie kann man das aufbereiten, wo fängt man an irgendwie, das kostet alles viel Geld und braucht viel Arbeit. Andere wiederum wollten hauptsächlich bestehende Plattformen nutzen, um eben zum Beispiel das Austrian Digital Archive, wo sich Medienkunst, also Plattform, wo man medienkünstlerische Arbeiten archivieren kann, dass man auch dort dann seine Sachen dokumentiert. Andere wiederum haben ein Archiv, aber hätten gern eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Archiv, damit eben das Archiv auch jetzt nicht nur von Forscherinnen verwendet wird, sondern auch vielleicht visuell aufgearbeitet wird. Viele waren an Förderungen natürlich auch interessiert. Es ist leichter, eine Förderung zu bekommen, um etwas zu starten, aber wie schafft man es dann, den laufenden Betrieb auch und die laufenden Kosten zu tragen? Dann hat es wieder ganz spezielle Anfragen gegeben, wie kann man Schriftverkehr und E-Mails archivieren oder wie kann man dann jetzt die Digitalisierung von 3D-Objekten und Artefakten machen. Also es war sehr, sehr breit, was wir da an Input bekommen haben und hat uns auch gezeigt, dass es nicht so einfach ist, wie wir uns vielleicht das am Anfang gedacht haben. Was ich hier schon einmal sehr positiv anmerken kann, ist das Museumsforum Steiermark. Die haben eine spezielle Beratung und Fortbildung und ich glaube, jeder, der das Interesse hat,
etwas zu inventarisieren oder etwas zu sammeln, etwas zu archivieren und das jetzt nicht nur für den privaten Bereich macht, sondern für einen Verein, für eine Firma oder vielleicht für ein Museum, ein zukünftiges, die helfen bei diesen Basics, also angefangen von Sammlungskonzepten zu erstellen, warum sammle ich etwas, für wen sammle ich etwas, was ist mein Konzept, und solche Grundfragen werden in Workshops oder auch eben in Beratungen durchgearbeitet. Aber auch von der Inventarisierung her, wie gehe ich das am besten an, wo fange ich da eigentlich an, ist es das Objekt, was ich inventarisiere, oder fange ich eigentlich schon davor an, dass ich mir denke, wer hat das eigentlich einmal hergebracht zu mir, wen kann ich da kontaktieren oder so. Es gibt auch das Pantherweb, wo das kulturelle Erbe nicht nur in steirischen Museen, aber auch in Sammlungen dokumentiert und entdeckt werden kann. Das ist schon einmal eine Plattform, ein Tool, das vom Land Steiermark kostenfrei zur Verfügung gestellt wird und wo man auch mit Hilfe und mit Beratung da agieren kann. Das ist ein kurzer Überblick über die Workshops und Präsentationen, die dann Teil des Worklabs waren. Wir haben versucht, drei Hauptpunkte auf drei verschiedene Tage zu legen. Das war auf der einen Seite einmal die Vorstellung von verschiedenen Archivierungsstrategien, zum Beispiel vom Leo Rabensteiner vom Forum Stadtpark, oder auch Hintergrundinformationen zu Aaron Swartz und dem Open Access Movement, Archivierung als eine Kunstform, dann vom Afroasiatischen Institut, Evelyn Cherko mit ihren künstlerischen Archiven, von Wikidata Austria, wie man Videospiele archivieren kann oder beschreiben kann, hat es eben ganz viele verschiedene Inputs gegeben. Dann war ein Tag den verschiedenen Tools gewidmet und auch einer Roadmap, also wie kann ich anfangen zu archivieren, wie kann ich so ein Projekt irgendwie starten. Und ein Tag war den Förderungen und anderen Sünden zugeschrieben. Genau. Leider habe ich nicht so viel Zeit. Die Kollegin hat schon gezeigt, dass ich nur mehr 5 Minuten habe. Insofern muss ich da etwas drüber fliegen. Hier ein Screenshot von dem Archivsoftware des Forum Stadtparks. Auch, dass wir haben auch immer Fotos gesammelt von verschiedenen Mitgliedern und Organisationen, wie deren Archive ausschauen. Teilweise sehr aufgeräumt und organisiert, teilweise auch ein bisschen chaotisch. Dann Martin Nadal, der die virtuelle Residency gemacht hat, hat auch ein Projekt vorgestellt, wie man Google Fotos, die Plattform, als Archiv nutzen kann, aber mit Hilfe von reversibler Verschlüsselung keine Nutzerdaten weitergibt. Also die Nutzerdaten verschleiern kann und somit eigentlich das Geschäftsmodell von Google auch künstlerisch unterwandern kann. Genau, hat man hier auch dann gesehen, wer erkannt wird in einem Bild und wenn das dann encrypted wird, was man dann eben nicht mehr erkennt und dass es die Metadaten eben nicht mehr gibt. Ali Özbas von Jukos hat sein Projekt eine Migrationssammlung vorgestellt und Evelyn Cherko vom Afroasiatischen Institut hat diesen Erker am Institut in ein Archiv oder in eine Ausstellungsplattform umgewandelt. Ist auch während Corona entstanden, wo sie eben verschiedene Ausstellungen immer macht. Das Archiv der Vordenkerinnen, das Archiv der kleinen Leidenschaften oder auch letztes Jahr das Archiv des sudanesischen Nomaden Baraka, der Stadtschreiber 2023 war. Wir haben alles aus dem Worklab, Interviews, Videos, auch das Screening von der Aaron Swartz Dokumentation, eine Diskussion auf dieser Webseite gesammelt, unarchive.mur.at. Dort seht ihr auch den
die Open Source Tools, die wir besprochen haben und die wir durchgegangen sind. Das war auf der einen Seite zum Beispiel Omeka Classic. Da seht ihr hier den Screenshot, eine Archivierungssoftware, die auch ein Frontend zur Verfügung stellt. Auf der rechten Seite seht ihr das Tactical Tech Archiv, das jetzt zum 20-jährigen Jubiläum virtuell eröffnet wurde, basiert eben auf Omeka und hat mit einige Plugins auch dabei, um eben Webseiten daraus generieren zu können. Und kann eben auch verschiedene Narrationen hinzufügen und da recht toll arbeiten. Allgemein zur Digitalisierung von Objekten sollte man auch vermehrt auf einen Crowdsourcing-Ansatz setzen. Das heißt, städtische Bibliotheken, Archive, Universitäten besitzen sehr oft Hardware, die man auch mitverwenden kann. Und ich habe leider Gottes ein Schild da, wo Ende oben steht. Es gibt noch mobile Apps auch zur Archivierung. Ich habe diese Slides auch online gestellt, dass ihr euch das nachschauen könnt. Und vielleicht ende ich hier und sage nur mehr, die komplette Liste findet ihr auf der Webseite mit den Tools. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Dankeschön.